So Leute, manchmal steigt man aus dem Auto aus und denkt, man, bist im falschen Film. Also das war letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, vor 3 Tagen war das hier so. Da bin ich hier gekommen. Oh, ihr seid umgekippt. Nee, was seid ihr? Gedreht. So, jetzt seid ihr wieder hier. Mann, das ist vor 3 Tagen. Bin ich aus dem Auto. Ah, die Kamera nicht fest. So, vor 3 Tagen bin ich aus dem Auto ausgestiegen. Da lagen hier 4 oder 5 Bienenkästen komplett verstreut in der Landschaft oder komplett, aber umgekippt in der Landschaft rum. Und da ärgerst dich, ne? Da ärgerst dich wirklich, weil, ich meine, zum einen geht es ums Geld. Ne? So ein Bienenvolk hat einen gewissen Wert. Es geht um den Honig, es geht um deine Arbeit, es geht irgendwie auch um Wertschätzung. Und jetzt ist der Punkt so, ich meine, mittlerweile hat es ja geregnet, aber man sieht ja so diese Spuren. Also du siehst keine Spuren von außerhalb. Ne? Was, dass du jetzt sagst, da ist eine Kuh oder ein Rindle oder was auch immer hergeraffen und hat die umgeschmissen. Und das kann ich mir halt auch schwer vorstellen, weil bei mir hängt die ja unten in so U-Bügeln drin, dass die halt nicht aus dem Boden oder aus der Palette runterrutschen. Ja, ich meine, ärgerlich, was willst du machen? Würde mich mal interessieren, ob ihr da schon Erfahrung habt mit solchen Sachen. Ich weiß letztendlich nicht, was es war, ob es vielleicht doch ein Tier war, ein Viech war, eine Mutprobe bei Jugendlichen. Schreibt doch mir mal bitte einfach in die Kommentare, ob ihr damit auch schon Probleme hattet, dass irgendjemand eure Bienenkästen hier durch die Gegend schmeißt, irgendjemand oder irgendwas. Oder ich habe letztendlich nicht so wirklich die Ahnung, was es gewesen sein kann. Weil letztendlich muss man sie ein bisschen anlupfen. Also die lagen wirklich, wirklich runtergeschoben da. Letztendlich weiß ich es nicht. Der Spaß von der ganzen Sache ist, dass man, ich glaube, 2 Bienenvölker hat es gekostet. Ich muss gerade mal gucken, ich habe draufgeschrieben, ist jetzt leer. Das hier zum Beispiel. Naja, ein paar sind noch da. Aber das ist halt jetzt auch kein Bienenvolk mehr. Ne? Ja, das ist der traurige Rest. Die machen jetzt hier noch. Ah, da ist sogar eine Königin geschlüpft, ja? So wie das hier aussieht. Oder haben sie die aufgebissen? Hier ist ein Ei drin. Ja, auf jeden Fall nichts, mit dem man noch was, also nicht überlebensfähig. Müssen wir einfach nachher auflösen. Also war mal ein schönes Bienenvolk. Und ich meine, dann hätte ich noch mal eins gehabt. Das hier oben war auf jeden Fall auch umgeschmissen. Gucken wir mal bei dem rein. Ja, meint, es scheint noch zu funktionieren, ist halt geschwächt. Ne? Man muss sagen, man sieht es hier vorne auch. Da sieht es nicht mehr, aber die lagen auch ein paar Tage. Ne? Und wir hatten ja jetzt auch nicht so das schönste Wetter. Weil das irgendwas ist an einem Bienenvolk, ne? Das habe ich schon mal erlebt. Wir hatten auch mal mit dem Spritzgestänge schon die halbe Reihe abrasiert am Rapsacker. Das kann ich nicht ganz verstehen, wie man das dann so liegen lassen kann. Das war damals so, mein, das ist halt dann so. Ne? Das ist ärgerlich, sowas kann passieren. Aber so durcheinander gewürfelte Sache wie hier, den anderen Bienenvölkern geht es gut. Ärgerlich ist trotzdem, ist halt irgendwie für mich jetzt, also wie gesagt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil man kann ja auch sagen, es ist eine Mutprobe von irgendjemand, aber die hätten ja wahrscheinlich eher die unten am Weg genommen und nicht da oben die. Und eigentlich ist eine Warmduscher-Mutprobe. Ne? Wenn man eine Mutprobe macht, man muss so richtig 10-mal bei Nacht, 10-mal auf den Kasten hauen, die Taschenlampe in den Mund nehmen, anschalten und den Deckel aufmachen und 10 Sekunden stehen bleiben. Dann mag das vielleicht eine Mutprobe sein. Und am nächsten Tag rufst du den Imker an und sagst, auf, pass auf, ich habe an deinem Bienenvolk eine Mutprobe gemacht. Dann kannst du dich finden. Also soll es keine Anstachelung sein. Ne? Aber es ist doch jetzt nicht, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Aber es ist doch jetzt nicht einfach eine Mutprobe, hier so dagegen zu kicken. Also das, ne, so, was, mei. Dann laufe ich weg, da kriege ich wahrscheinlich keinen einzigen Stich ab. Kindergarten. Naja,
vielleicht war es ja auch eine Wildsau oder was weiß ich, die Elster, die sich drauf gehockt hat. Aber ich denke halt so, ne, wenn das jetzt ein Tier wäre, dann müssten ja irgendwo da irgendwelche Spuren reingehen. Hier könnte man meinen, dass hier was gelaufen ist. Ja, vielleicht war es dann doch. Seht ihr das, wie es hier so auch Richtung gerade dem Bienenkasten, wo leer ist. So tendenziell könnte man meinen, vielleicht seht ihr ja von da oben noch eine Spur. Naja, letztendlich, was willst du machen? Du kannst jetzt nicht griesgrämig den ganzen Tag deshalb verbringen. Du ärgerst dich kurz drüber. Ich hatte keine Kamera dabei, ich habe ein Bild gemacht, habe das auf Instagram hochgeladen oder und jetzt habe ich es euch mal gezeigt, vielleicht habt ihr eine Idee. Und wie gesagt, weil man will ja auch immer so, ich bin jetzt auch jemand, der schon ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und du wirst gefragt und du willst ja auch so ein Gefühl haben, ob das wirklich ein Thema in der Imkerschaft ist, dass man viel mit Vandalismus zu tun hat. Und deshalb würde ich mich einfach freuen, wenn ihr da eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt. Weil klar hörst du immer wieder 20 Bienenvölker irgendwo angezündet oder umgeschmissen. Ne? Aber mich interessiert halt einfach, ob das Einzelfälle sind. Ich meine, das hier kann ein Unfall gewesen sein, Schaf, da drüben sehe ich gerade Schafe auch noch. Ist jetzt passiert, ne? Solange das nicht jede Woche passiert oder jeden Monat. Aber mich interessiert einfach, ob das jetzt auch bei euch ein Thema ist. Oder war, genau, das ist einfach so ein bisschen mein Hintergedanke. Ja, das soll es zu dem Thema gewesen sein. Dann wollen wir noch, ich war mal wieder mit Katrin unterwegs. Haben sich ja viele gewünscht, wo ist Katrin mit der Bienenkontrollfahrt im letzten Jahr. Ich meine, man muss es zeitlich unter einen Hut bekommen. Wir haben es mal geschafft, zumindest mal über unsere Frühtrachtergebnisse zu reden. Das schneide ich euch jetzt hier rein. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal und ja, vielen Dank. So Katrin. Na Sebastian. Wollen wir mal, wenn wir schon zusammen hier sind, über die Frühtracht reden, ha? Ja. Ich heb die Kamera, du... Oh. Ja, aber dann bist du nicht im Bild. Wo guckst du so. Die Kamera hin? Zu mir. Ja, sie sucht das Kleine. Da, ich bin jetzt, nicht klein. Jetzt sieht man es voll, dass du klein bist. Wenn obwohl du, Kamera, obwohl du hebst du oben, halt die Kamera obwohl schräg. Du oben am Berg stehst. Nein, jetzt wollen wir hier über das Imkern reden. Also wir so wollten, sieht's nämlich aus. Wir wollten über die Frühtracht genau. Mit euch reden. Und hoffen, dass es auf jeden Fall so gut war wie bei uns, bei euch. Ne? Ihr könnt ja das mal in die Kommentare schreiben. Und die Katrin erzählt jetzt gleich, wie toll es bei uns war. Ja, bei uns, also es kommt natürlich immer darauf an, womit man es vergleicht. Aber wenn ich mir das letzte Jahr angucke und dieses Jahr angucke, dann war das eine super Ernte, oder? Ja, die letzten 3 Jahre, kann man eigentlich sagen. Ne? Wahrscheinlich, man müsste es genau ausrechnen, aber wahrscheinlich auch noch länger. Das war schon, muss man sagen, seit langem schon echt wieder ein cooles Honigjahr bisher. Ne? Ja. Ich habe gerade überlegt, aber vorletztes Jahr habe ich ja überhaupt keinen Honig geschleudert. Ja, letztes Jahr auch nicht. Also zumindest jetzt noch nicht. Jetzt doch, letztes Jahr habe ich ein bisschen was immer, also gut, also das, was wir hatten, haben wir schon geschleudert. Ja, ich weiß gar nicht. Wir gehen ja immer traditionell so Pfingsten eine Woche in Urlaub und ich weiß gar nicht, ob wir letztes Jahr vor dem Urlaub... Vor dem Urlaub haben wir nicht geschleudert und wir haben, ich weiß noch, dass du am Tag, als wir vom Urlaub zurückkamen, wir sind angekommen und du bist buchstäblich gerannt und hast während der Rapsblüte angefangen zu füttern. Ja, da konnte ich ja noch rennen. Da hatte ich noch nicht mit meinem Rücken so die Probleme. Ne? Naja, da hatten wir noch keinen Namen dafür. Oh, letztes Jahr war ich... Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Nein, aber letztes Jahr war die Honigernte suboptimal und dieses Jahr ist sie deutlich besser ausgefallen. Ja. Und wir hoffen natürlich, das ist bei euch auch so. Wobei wir auch noch nicht fertig sind. Ne? Wir haben jetzt noch Bienenstände, wo wir jetzt noch nicht geschleudert haben. Mein prinzipiell ist ja bei uns so, ihr seht es ja so hinter uns, das ist langsam alles verblüht. Aber was halt total viel noch beflogen wird, ist Ahorn. Gell? Und da oben habe ich auch schon dunklen Honig in den Waben gesehen. Das heißt? Waldhonig vielleicht. Ah, vielleicht. Ja, meinst?
Ja. Ja, gut. Wie viel dunkle Honig fallen dir ein bei uns hier so? Ja, jetzt gerade. Ne, Edelkastanie bei uns. Edelkastanie. Aber Edelkastanie wird hoffentlich dieses Jahr auch wieder gut. Aber da müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Also ich wüsste zumindest 5 Edelkastanienbäume. Also hier bei uns in der... Naja, im ganzen Ort und drumherum wüsste ich 5 Bäume. Ich weiß 3, aber die haben wir alle selber gepflanzt und die sind noch relativ mickrig. Ja, die blühen auch ja, wirklich. Ne, doch, und ein großer, ja. Ja, fünf, ja, also ich wüsste 5 Bäume, also 5, wo blühen, also da unsere 2 gesetzten noch dazu. 3. Aber die sind da hinten, aber das braucht noch, weiß ich nicht, ob wir da noch imkern, das weiß ich nicht, wann die blühen. Du wirst immer imkern. Aber das Interessante jetzt nochmal mit der Edelkastanie, es gehört eigentlich nicht hierher, aber ist ja egal, wenn man die Edelkastanie, wenn die blüht, im Honig schmeckt man es nicht, aber in diesem Begattungskästchen, da riechst du das sofort, wenn die Edelkastanie anfliegen. Dann machst du die auf und dann riechen die richtig nach Edelkastanie. Mhm. Ja. Aber das hat ja auch noch, weiß ich nicht, 3-4 Wochen? Ja, so 4 sowas. 4 auf jeden Fall, oder? Hoffentlich Zeit, ja. Hoffentlich nicht wieder alles auf einmal, ja. Das wäre auch nichts. Ja. Aber sag mal so, wir sind dieses Jahr erstmal sehr zufrieden. Ja. 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 Für dieses Jahr haben wir eigentlich schon relativ viel erledigt. Wir haben nämlich unser Buch abgegeben. Ja. Der Sebastian ist immer noch nicht glücklich. Aber er wird auch hoffentlich halbwegs stolz sein, wenn es dann gedruckt ist und wir es in den Händen haben. Das zeigen wir euch dann auch. Aber es hat noch Zeit. Na, glücklich bin ich nur nicht mit der... Was? Dass ich mich habe überreden lassen, es überhaupt mitzumachen. Ja. Das ist das Einzige. Aber jetzt sind wir ja fertig. Jetzt sind wir fertig. Also. Wir stellen es euch dann auch mal vor, oder? Aber es ja dauert machen. Noch. Also, bis dann. Also jedenfalls, Frühtracht war bisher super. Das ja. war's, was wir eigentlich heute sagen wollten. Ja. Jetzt sagst du noch Tschüss, Katrin. Tschüss, Katrin.